Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Together, der andere 2014 mit mir und natürlich wieder ein Kliggy. Hallo. Mache Sabi Sabi, mache Wischi Wischi. Ja, das sieht so richtig gut aus, wie einer so Deckenputzer, weißt du, ja? 3 Meter Decken. Muss hier oben entstauben, da hinten in der Ecke. Ja, wir haben auf jeden Fall schon mal wieder unseren Spaß. Unseren Spaß hier. Ja, wir laden auf jeden Fall schon mal nach. Klicken wir zu einer Hardcore-Dings. Ist ja natürlich wieder übertrieben mit der. Und mit diesmal mit. Richtig. Ja, und ja, ich habe mich mal ein bisschen hübsch gemacht. Mit Sonnenbrille. Ach ja. Bei der anderen gibt es so viele Spielereien, wo man Geld ausgeben kann. Schlimm. So, check ich mal kurz. Durch, dann haben wir uns noch schnell das Anti-Mückenspray drauf. Ich bin auf jeden Fall zu 100% ausgelastet. Echt? Ja, ich habe 4 Waffen dabei. Hm, okay. Also der Armbrust noch, mit halt Scope und Pfeile. Und noch diese Sumpf-Shotgun, die so 3 Schuss extrem schnell hintereinander abschießen können. Ach die, vom letzten Mal. Halt wegen der Vögel, ja. So ist das. Obwohl, geht das mit der überhaupt? Ich glaube, ich hab... Ach, verdammt. Zurück. Zurück. Was? Ich hab das Falsche eingepackt. Ich war jetzt verkehrt, weil Shotgun, Shotgun, ne? Aber ist ja bei der nicht so. Die hat ja, das ist ja die 20 GA und nicht die 12 GA. Also, Deswegen, ich glaube fast gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich damit die schießen kann. Ja, Versuch macht klug. Ja, da packen wir uns fix die anderen mal noch ein. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Die hier müssen es sein, oder? 20 GA Vogelschrot. Oh, vom Gewicht her dasselbe. Und los. Ach, ja, wir sind wieder in den deutschen Wäldern unterwegs. Diesmal ohne Webcam wie gewünscht, weil es passiert eh nichts Aufregendes. Und da mache ich jetzt auch keine aufregende Mimik. Das weiß ich. Was? Und genau das. Und jetzt wirst du gerade vom Wildschwein dann überrannt, wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Ja. Da kann ich ab und zu ein bisschen mehr trinken, wenn man an der Nase bullen. Muss man gleich sagen, dass man das ausnutzt, ne? Klar. Hörnchen? Hörnchen. Ja, ich weiß noch beim ersten Mal, wo ich das gemacht habe. Hörnchen? Da dachte ich mir schon gleich, es geht um Backwaren. Hätte ja sein können, Eichhörnchen, was weiß ich. Ja. Weißt du, wie Eichhörnchen in Bayern heißt? Naja. Die sagen dazu Hochkatzelschorf. Hochkatzelschorf? Ja. Okay. Klingt komisch. Klingt sehr komisch. Das ist richtig. Weißt du, was gerade man noch so richtig geil findet? Tino Media, also bis halb 2 hat man ja Grid aufgenommen, ne? Das wird ihn so lang. Ja. Ist so mit dem YouTuber-Talk drin und quatscht mit Dado, mit Maru und Chigo. Oh, weiß, was er noch hat. Ja, das ist schon wieder 1 nach 5. Ja, wir nehmen natürlich wieder mitten in der Nacht auf, ganz klassisch. 1 nach 5? 5 nach 1. Okay. Jetzt noch. Da kommen wir heute vielleicht noch dazu, aber ich glaube eher weniger. Ich kann heute auch nicht so lange machen. Ich wollte nämlich morgen ein bisschen eher anfangen mit Streamen. Ach so? Ja. Ein bisschen Hearthstone. So Kartenspiel für WoW. Oder wie Kartenspiel. Oh, da sind doch schon welche, oder? Ja, ich höre sie, aber. Ja, das ist jetzt eine ganz effektive Methode. Klar. Ich muss den Baumhirbel abstauben. Genau, das muss man gut so. Das sehen die auch voll aus der Luft. Dass da unten einer winkt mit dem Baum. Hier drüben! Hier drüben! Nicht laufen, das Rohr. Na, du kannst ja versuchen, dann die ganzen Blätter vom Baum runter zu wedeln. Dann sehen sie dich vielleicht. Ist ja eh gerade Herbst hier. Oh Gott. Wir haben gerade mal 5 Minuten Spielzeit hinter uns.
Guck, aber da drüben kommen sie. Pflanz dich mal hin. Ich kann mich mit denen nicht Hol hinlegen. die. Achso, na gut. Es ist so sehr angenehm, so hinter einem so das so zu hören, als würde einem jemand ständig kalte Luft zufächern. Der König will mehr Luft. Mehr Dampf. Gut, die ignorieren uns. Also kannst das Gewinde jetzt sein lassen. Scheiße, dass wir nicht vorher da drauf gekommen sind. Das ist so dämlich. Ich hätte mir ja ge irgendwie gedacht, dass das so ein kleines Ding ist oder irgendwie so, weil das sieht im Shop ja so nach nicht aus und dann packst du das Scheißding aus. Ja gut, du hast es ja vorher, glaube ich, auch gar nicht gesehen, oder? Du hast ja nur die normalen Attrappen erstmal gesehen. Ja, das ist ja bei Lockrufen ist das mit drin, nicht bei Lockattrappen. Genau. Ich Und stelle mir ich. das schön vor, dann im richtigen großen Multiplayer, weißt du? Wenn da wirklich 7 Mann auf dem Feld stehen, mit dem Ding da wedeln, einen halben Orkan produzieren, dass die Bäume ja fast rausrutscht. Und dann eh noch irgendwie versucht, irgendwas zu treffen. Bestimmt auch gut aus. Ist gut. Headshot. Das ist doch ein Fehler drin, aber. Ich höre ständig, dass du wedelst. Schwindel Immer aber. noch. Das ist vielleicht so. Ist echt so. Klick. Ja. Hallo. Oh Gott, ey. Gut, wir müssen Richtung Futterstelle. Für die Schweine. Oh, ich höre sie. Schon wieder. Ah, das sind's doch. Oh, und der Fuchs schreit. Das war gerade Fuchs. Ja. Oh, da dreht schon einer ab. Dahinter kommt noch ein zweiter Schwarm, ne? Ja, ich schwedel einfach. Oh, die reiht sich wieder ein, hä? Ah, die reiht sich wieder ein. Wo ist der zweite Ach, Schwarm? Mist. Das. Wo sind da? Hast du Gern gesagt, da hätte ist ich den noch ein Zimmer? Fuchs gesehen. Fuchs, da hat die Gans gestohlen. Kann er da ganz. Zum Beispiel. Oh, das ist natürlich richtig toll, dass ich jetzt den Soundpack drin habe. Muss angenehm sein. Halt, jetzt hat er aufgehört. Ah, siehst du. Hast du so irgendwo. Ich hab's wieder einfach stinknormal wieder weggesteckt halt. Vorhin sonst nie geklappt. Du, wo kommt jetzt der Schrei von dem Fuchs her? Oh, das war ein Fuchs. Was? Das war ein Fuchs. Ja. Bis die Frage, habe ich überhaupt Waffen für einen Fuchs? Die ist zu heavy. Ich glaube, meine ganz dicke, die ist auch zu heavy, also ich könnte nicht mehr drauf schießen. Na, brauchst du Rehposten halt, hättest du noch mitnehmen müssen. Mit Rehposten kannst du drauf schießen. Ja, mit Rehposten. Na gut, ich habe die Dings noch dafür. Die Armbrust. Ah, okay. Gucken, vielleicht ist er ja auch noch im Berg. Müssen ja eh in die Richtung. Also von daher. Was dann? Hast du eine Fasanpfeife mit? Nö, die habe ich weggelassen. Ich habe die Fuchspfeife dafür mit. Wie gesagt, ich bin schon zu 100% ausgelastet. Kommen Sie wieder. Von.
So herrlich bescheuert alles. Habe ich jetzt hier drüben? Hier drüben habe ich einen Rotfirsch. Ich wollte gerade sagen, willst du die nicht mal rufen? Könnte ich machen. Und jetzt ist es zu spät. Ja, die fliegen genau auf den Rothirsch zu. Ich glaube sowieso, dass wenn die mit deinen Klamotten ist das wahrscheinlich eher uneffektiv. Weil dadurch, dass du dich nicht hinlegen kannst, sehen dich ja. Das ist richtig. Was willst du machen? Ich glaube, wenn sie das, wenn da so einer winken würde, ich glaube, den würden sie sowieso aus dem Wald wegfangen. Stell dir das mal im realen Leben vor. Das ist doch nicht normal, das macht doch keiner. Aber was siehst du jetzt? Den Rothirsch. Achtung! Ich kann, oder? Oder? De facto! Das ist gut. Da habe ich wirklich noch keinen Skill. Wenn er mal den Kopf oben lassen würde. Ja, so ist schön. So ist schön. Und ja. Oh, oben lassen habe ich gesagt. Ja, was war denn das? War da was? Zack. Jetzt ist er bei mir aus umgefallen. Yep. Bei dir auch? Ja. Yep. Der hat aber noch vorher überlegt, ob er umfällt. Ja, hol den Ruder raus. Was holt er raus? Die Drute! Achso, ja, du hast die kurze, ne? Von wo? Drüben. Ah, über uns! Ja. Ist ja nicht schon Nahkampf ganz gut? Nee, das solltest du eigentlich eher machen, wenn die hier am Anflug sind. Ah, okay. Aber die lösen sich ja noch nicht einmal. Ich glaube, die haben nur den Knall gehört. Ach, die sind noch in luftiger Höhe. Ja, hörst du trotzdem. Naja. Ich hol mal das Vieh fix weg und dann machen wir weiter. Also das Tier, nicht das Vieh, das Tier. Nö, es ist schon ein Vieh. Ja. Kommt ja nicht von sonst aus dem Wort Viehzeug. Ja, aber Viehzeug, das sagt man eigentlich eher mehr zu Insekten und so, ne? Ja. Aber jetzt so ein Tierfanatiker, der würde dich auch als schlechten Mensch bezeichnen, wenn du eine Fliege als Vieh bezeichnest. Da macht das keinen Unterschied, würde ich mal behaupten. Die da so total einen da an der Waffel haben, wenn ich da ehrlich bin, die machen da keinen Unterschied, ob das groß oder klein ist. Darfst nichts töten, also. Die Meinung finde ich ja alleine bescheuert, man darf keine Tiere töten und essen. Wenn wir das nicht machen würden. Da wird es doch, keine Ahnung. Wenn wir überlegen, wird es, wenn du keine Tiere schießen oder töten würdest, was das, wie sie sich vermehren würden. Ja, aber da gibt es ja auch eine natürliche Auslese. Da gibt es ja umso mehr als normal Wild zum Beispiel gibt, umso mehr gibt es ja dann nur Raubtiere. Auch wieder richtig. Es wurde ja trotzdem schon mehrmals in irgendwelchen Studien da hingelegt, wie wenn es denn wäre, wenn der Mensch Fleisch essen würde und so weiter und so fort. Wenn sich, ja, wenn sich der Mensch nur von der Natur ernähren würde, da würden die Ressourcen noch schneller verrotten und sonst was. Wildschwein. Ja, ich sag mal so, Tiere sind ja auch Natur. Ne? Also das ist richtig, aber gerade die jetzt, ja, sieht gut aus, der backt richtig gut rum, würde ich mal behaupten. Das ist jetzt gerade so einen halben Meter rübergezogen. Ich hab ihn aber gleich erlegt, das finde ich klasse. Hier ist noch eine Weibe. So hab ich einen Trophäenwert von 88. Ach, guck mal an. Der hatte eine Verletzungszeit von 6,8 Sekunden. Der hat sich aber doch gar nicht bewegt. Nö, der stand an der Stelle. Wo hast du ihn getroffen? Ein Körperling gelungen. Mhm. Wie gesagt, obwohl ich mir Traum oder schon einen guten Skill habe. Ja, ist aber halt, wie gesagt, das zählt für die irgendwie nicht. Hinsetzen? Ich höre noch nichts. Nee, ich auch nicht, aber da vorne ist ein Weibe.
Wo bist denn du? Ach da. Na dem, die hat aber irgendwo noch eine Weibe. Hat er gerade gerufen. Wir müssen eigentlich komplett in die andere Richtung zum Erfüllen, ne? Ja, das ist wieder. Wir schweifen vom Thema ab. Zum Beispiel. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns trotzdem erst im nächsten Part wieder, meine Freunde. Ich danke fürs Zuschauen. Bis dann, oder? Tschüss.